bin die Sina Ludwig, ich arbeite beim Deutschen Kinderschutzbund in Landau. Der Kindertag ist für alle Kinder da. Es gibt verschiedene Spielangebote hier. Wir zum Beispiel an unserem Stand, wir bemalen Taschen mit Textilfarben, wir machen Buttons, dann gibt es ganz viel Musik, ihr hört ja die Trommeln im Hintergrund. Man kann auf die Hüpfburg, es gibt ganz verschiedene Angebote für Kinder bis zwischen 10 und 15 Uhr. Wir als Kinderschutzbund, wir kümmern uns um Kinder, denen es nicht so gut geht. Also wir haben Kinder bei uns, die zum Beispiel eine schwere Trennung von ihren Eltern durchleben oder Gewalt oder Missbrauch erlebt haben. Wir beraten diese Kinder und wenn es zum Beispiel zu einer Anklage der Täter vor Gericht kommt, dann begleiten wir sie auch. Wir tanzen ohne Ende die ganze Zeit mit klein und groß, animieren, es gibt Luftballons, es gibt ein bisschen Popcorn und fertig. Wie sieht es aktuell mit den Kursen bei euch aus? Wie bitte? Wie sieht es aktuell mit den Kursen bei euch aus? Ja, es läuft, ihr läuft, ja. Also die Kinder kommen auch noch gut zum Tanzen, geht ja los mittlerweile ab 3 bis 4 Jahren. Ganz neu ist jetzt bei uns so Movita, Tanzen für die etwas älteren Best-Ager, so ab 50 Jahren. Also auch die tanzen jetzt, ja. Ganz oft ist ja da, dass die Männer nicht wollen. Deswegen haben wir da hauptsächlich dann die Dame, die dann zu uns kommen. Ich habe übrigens eine Kleinigkeit vorbereitet, weil du hier im Lauf schon gefragt hast. Aber ich habe dir die DSGVO zusammengefasst. Yeah, woo! Und dass du mal Bescheid weißt. Ja, da bin ich super hier. Offener Kanal, ja, Ghost DSGVO. Also ich bin gespannt, wie ihr das macht bei uns, weil es war ein ganz, ganz großes Thema in der Tanzschule. Alle haben sich ganz viele Köpfe zerbrochen, auch unter den Tanzlehrern. Vielen Dank hier. Bitte OK schön. Landau, auf euch kann man sich verlassen. Check!